Das ist der Schlüssel zum Mercedes E220D, der heute mit mir, dem Ubi, hier vor der Kamera steht. Es ist ein Mietwagen der Firma Europcar, den ich angemietet habe, um tatsächlich ein Überbrückungsfahrzeug zu haben für ein paar Tage. Und somit habe ich die Gelegenheit heute und nutze sie für euch, erstmals einen Blick auf die neue Oberklasse-Limousine aus Stuttgart zu werfen. Die Mercedes E-Klasse kam im Jahre 2023 komplett neu auf den Markt. Es wird voraussichtlich die letzte Verbrenner-E-Klasse sein, die wir hier vor der Kamera sehen. Und wir wollen heute natürlich mal herausfinden, zum einen, wie fährt sich denn die E-Klasse? Wie arbeitet denn der moderne Diesel hier unter der Haube, den wir haben? Das ist ein 2 Liter Turbodiesel, Vierzylinder mit einem 48 Volt Riemenstarter-Generator, ein sogenanntes Mildhybrid-System. Das Fahrzeug ist ja auch auf Effizienz getrimmt, aerodynamisch überarbeitet worden. Und natürlich ist es sozusagen auch das Aushängeschild für Mercedes-Benz. Denn die E-Klasse steht ja nicht nur für Taxis, dafür stand sie, bis Mercedes sich eigentlich aus diesem Geschäft jetzt offiziell zurückgezogen hat, sondern sie ist auch für Dienstwagenfahrer mit einem erhöhten Budgetfreigabe sicherlich die erste Wahl und auch ein starker Imageträger für den Dienstwagenfahrer sowie für den Hersteller selber. Und hier steckt also viel Ingenieurs-Know-how und Premium-Ness drinnen. Und wir wollen heute allerdings einfach mal herausfinden, denn der Mietwagen ist nicht voll ausgestattet wie übliche Pressetestwagen. Dennoch ist das Fahrzeug hier mit 1500 Kilometern sehr neu und sehr jungfräulich. Wir werden also ihn heute hier einem normalen Test unterziehen. Bedeutet, wir gehen auf die Verbrauchsrunde, fahren überwiegend 50% Überland, 40% Autobahn, VMAX 140, 10% Stadtverkehr. Genauso wie wir es mit jedem anderen Fahrzeug hier auch machen, um hier die Vergleichbarkeit für euch eben zu gewährleisten. Bedeutet, der Diesel muss zeigen, wie effizient er arbeitet. Die E-Klasse muss uns während der Fahrt zeigen, was sie so kann an im Fahrwerkbereich, im Lenkungsbereich, im Antrieb überhaupt und natürlich auch so haptisch, platztechnisch. Also wir wollen heute der E-Klasse genauer auf den Zahn fühlen. Wenn du Lust hast, dann steig heute mit mir ein in dieses Review, like das Video, abonniere den Kanal, falls nicht schon getan und schreib mir deine Meinung zur Mercedes E-Klasse unten in die Kommentarbox, dass wir am Ende des Videos gerne ein wenig diskutieren können. Dann würde ich sagen, auf geht die Fahrt im Mercedes E220D W214. Viel Spaß! E-Klasse stand schon immer für Luxus, für Image, für hochwertige Qualität, komfortables Reisen und auch ein hohes Maß an Vielfahrerkomfort und hohen Kilometerlaufleistung innerhalb von kürzester Zeit. So auch die neue E-Klasse, die jetzt hier ausgeliefert wird, aktuell der sogenannte W214. Die neue E-Klasse ist mit 4,95 Meter länger geworden, hat einen Radstand von deutlich über 2,90 Meter und hat eine Außenbreite von 2,07 Meter sowie eine Bauraumhöhe von 1,47 Meter, also eher flach. Wir fahren hier übrigens die Avantgarde-Ausstattungslinie. Die ist erkennbar am Kühlergrill, der hier diese Mercedes-Insignien innen trägt und auch mit mehr Chrombesatz ausgestattet ist. Zudem auch am Heck erkennbar hier die Chromumrandungen der angedeuteten Auspuffendrohre. Denen ist man sich hier treu geblieben. Auf unserem Fahrzeug sind 18 Zoll Leichtmetallräder drauf, die sind aufpreispflichtig, kosten rund 860 Euro, stehen dem Auto aber ganz gut und 18 Zoll wirkt hier auch in den großen Rathäusern nicht sonderlich verlassen.
Der gestreckte Radstand sorgt natürlich auch dafür, dass man jetzt mehr Platz im Fond hat. Doch zunächst schauen wir erst wie immer in den Kofferraum. Der bietet 540 Liter Standard-Laderaumvolumen und ist erweiterbar serienmäßig mit umlegbaren Rücksitzlehnen. Der tiefe Kofferraum ist angenehm tief, da geht auch viel rein. Ladekante ist etwas erhöht. Wem das zu hoch ist, der kann natürlich weiterhin zum T-Modell genannten Kombi greifen und hat dann auch nochmal mehr Platz im Kofferraum und eine höhere Variabilität. Dennoch reicht aber der Kofferraum hier in meinen Augen völlig aus. Die Platzverhältnisse sind üppig im Fond, genügend Kopffreiheit, genügend Knieraum. Man sitzt sehr gut integriert hier im Fahrzeug. Man fühlt sich auch ein wenig zugebaut. Die C-Säule ist relativ weit vorne. Man sitzt gefühlt etwas weit nach hinten gelehnt. Man hat hier auch eine Fond-Lüftungsaustritte, eine 4-Zonen-Klimaautomatik ist optional erhältlich, USB-C-Steckplätze sind da, wir haben Ablagemöglichkeiten in den Türen und in den Sitztaschen. Isofix-Verankerungen sind ebenso vorhanden, die Kindersitze lassen sich durch die breiten Türausschnitte gut integrieren und die Kinder lassen sich auch angenehm hineinsetzen. In der ersten Reihe sitzt es sich dann auf schön ausgeformten, breiten Gestühl, angenehm, komfortabel, eine Lordosenstütze ist vorhanden, auch eine Sitzheizung, dreistufig ist hier vorhanden, schon bereits ab der Avantgarde-Ausstattungslinie. Die Sitze sind teilelektrisch einstellbar in der Höhe und der Lehne. Die Längsverstellung wird dann weiterhin manuell vorgenommen. Ein sehr tolles Feature ist tatsächlich die erweiterbare Schenkelauflage, die hier elektrisch sich ausrollt gefühlt. Und das finde ich ist ein sehr, sehr angenehmes Extra. Und hier sitzt es sich auch auf langen Strecken richtig gut. Wir haben übrigens hier die standardmäßige Atrico Kunstleder und Stoffbespannung im Fahrzeug drinnen. Die ist angenehm warm, aber auch nicht zu schweißtreibend. Also hier sitzt es sich angenehm drauf und die Sitzheizung sorgt auch dafür, dass es angenehm temperiert wird. Beim Blick über den Instrumententräger fällt auf, die Mercedes E-Klasse ist natürlich im digitalen Zeitalter perfekt angekommen. Wir haben ein großes 3-Speichen-Lenkrad hier verbaut mit touchsensiblen Flächen, die man hier einstellen kann. Ich bin jetzt kein Freund davon, das ist auch schon bei VW der Fall. Gerne rutscht man dann eben so wie jetzt hier versehentlich einmal über eine Taste drüber und schon passiert hier irgendwas. Das ist ein bisschen ungeschickt gelöst. Zudem auch die Lautstärkenregulierung ist hier einfach nicht optimal zu bedienen. Aber sehr, sehr intelligent gemacht ist dafür mit einem langen Drücken auf den Knopf der Mute-Taste kann man zudem auch dann die Geschwindigkeitslimit-Anzeige, die dann akustisch ja vor zu schnellem Fahren warnt, deaktivieren. Das ist äußerst angenehm und das zeigt auch, dass man hier so alt auch in solchen Sachen ein wenig mitdenkt. Das Vollgetagel-Kombi-Instrument ist sehr gut ablesbar. Es hat große Zahlen, vor allem wirklich hoch aufgelöst. Also das war bei Mercedes schon immer der Fall. Diese digitalen Anzeigen sind wirklich piekfein in ihrer Auflösung und lassen sich toll ablesen. Auch die Variabilität der Anzeigemöglichkeiten ist hier sehr hoch und auch die Informationsflut, die man sich reinholen kann. Zudem gibt es optional ein Head-Up-Display, was jetzt hier nicht verbaut ist. Serienmäßig allerdings in der Mittelkonsole ein 14,4 Zoll großer Bildschirm, der wirklich erst einmal einen schon halbwegs erschlägt, aber der hier schön in diese Armaturentafel so eingelassen ist. Auch fein aufgelöst, große Kacheln, große Bedienelemente, sehr schnell in der Reaktionszeit, lässt sich super bedienen, ist auch sehr intuitiv und auch die Ebenen, wo es dann drunter geht, um die Feineinstellungen zu machen, die sind fein wirklich so abgestuft, dass man das Ganze ganz gut auch während der Fahrt schnell machen kann. Wem das nicht zu intuitiv ist, der kann dann über die Spracheingabe MBUX eben hier tatsächlich eingreifen und kann dann über eben einen Sprachbefehl hier nach einer Funktion suchen oder diese direkt ausführen lassen. Die Verarbeitung ist hier sehr, sehr gut und auch wirklich sehr hochwertig. Alles fein säuberlich integriert. Einzig so die Lüftungselemente, also die Lüftungsklappen hört man leider immer wieder beim Verstellen. Die knatzen und knaken ein bisschen, wenn da ein Temperaturunterschied kommt, was ich ein bisschen schade finde in dieser Preisklasse und auch nicht der Preisklasse würdig.
Was man sieht, wir haben hier offenporiges Holz verbaut. Das ist sehr hochwertig, wirkt sehr gut, wirkt auch sehr schön durch diese dunkle Maserung. Übrigens, die auf der Beifahrerseite hier mögliche Platte kann man dann eben ersetzen durch ein gesamtes Display, wenn man dann eben eine erweiterte Displayfunktion sich denn gegen Aufpreis hier ins Fahrzeug holt. In meinen Augen braucht es das nicht. Der große Monitor ist völlig ausreichend und ein Beifahrerdisplay, wer braucht das eigentlich, wenn man ehrlich ist, wirklich? Kommen wir also zum wesentlichen Punkt und das ist natürlich das Fahren mit der E-Klasse. Hier sind wir jetzt eben in der Oberklasse angekommen. Die E-Klasse fährt sich nämlich unheimlich ruhig, perfekt gedämmt. Also hier im Innenraum, Geräusche dringen fast gar nicht in den Innenraum, weder Antrieb noch Windgeräusche. All das ist wirklich sehr gut gekapselt. Beim Antrieb ist der 2 Liter Turbodiesel Vierzylinder, den wir hier haben, nicht nur sehr gut gekapselt, sondern eben, wie schon erwähnt, er ist an einen Riemenstarter-Generator gekoppelt, ein sogenanntes 48 Volt Mild-Hybrid-System. Bedeutet, der Motor kann in Schubphasen, wenn keine Last anliegt, also wenn man nicht auf dem Gas steht, komplett abgeschaltet werden. Das Fahrzeug segelt dann, es wird sozusagen auch vom Getriebe entkoppelt und dadurch rollt man eben lange Strecken, ohne dass der Motor läuft. Das sorgt natürlich für eine CO2-Reduktion auf dem Papier zum einen, zum anderen natürlich auch für eine nachhaltige Verbrauchsreduktion. Dieses System arbeitet hier in der E-Klasse auch verblüffend gut. Also so gut habe ich es im Grunde noch nie erlebt, so wie es hier funktioniert, denn der Motor wird dann abgeschaltet, wenn man im Eco-Modus unterwegs ist und auch deswegen empfehle ich den Eco-Modus zum Fahren. Standardmäßig ist der Komfort-Modus eingestellt hier über die Drive Selects, denn dieses Segeln sorgt zum einen nochmal für eine weitere Reduktion der Geräusche, zum anderen eben auch dahin, dass man wirklich mal erkennt, wie rollwiderstandsoptimiert und aerodynamisch optimiert so ein Fahrzeug eigentlich ist. Wenn man da mal auf gerader Strecke einfach mal vom Gas geht, der Motor abgeschaltet wird und das Fahrzeug dann segelt, erkennt man erst, wie weit man wirklich dann kommt, wie frühzeitig man vom Gas runtergehen kann von einer Ortseinfahrt und eben hier sozusagen die Energie mitnimmt, die man dann einmal aufgebaut hat. Auch der Kraftschluss ist dann schnell wieder hergestellt. Durch den Riemenstarter funktioniert das einwandfrei und ist fast schon wirklich verzögerungsfrei. Das merkt man nur sehr selten und auch wirklich dann, wenn man eigentlich auf den Drehzahlmesser blickt. Dann sieht man, dass hier der Motor angegangen ist. Es zeigt sich eben auch, dass selbst wenn der Motor aus- und angeht, was beim Diesel so typisch ist mit einem Schütteln, das Ganze hier sehr gut eliminiert wurde. Auch im Fahrbetrieb ist der Motor sehr zurückhaltend. Erst wenn man dann wirklich ihm höhere Leistung abfordert durch das Gaspedal, dann dreht er auch willig aus, kräftig aus, hat bereits frühzeitig das hohe Drehmoment eben von 440 Newtonmeter, schiebt dann richtig kräftig voran und kann selbst auf der Autobahn 180, 190 noch gut zulegen und fühlt sich da nie wie eine, ja in Anführungszeichen, Einstiegsmotorisierung hier an. Die 197 PS, die der Diesel zur Verfügung stellt, die sind ebenfalls wirklich angenehm kräftig und wie gesagt, wenn man jetzt hört beim Durchbeschleunigen, dann wird er angenehm kernig, hat ein gutes Klangbild. Sobald dann eben die Automatik fein verschliffen und sauber die neuen Gänge sortiert hat, dann ist auch das Geräuschniveau nochmal niedriger und das Drehzahlniveau angenehm abgesenkt. Auch das hilft natürlich, den Verbrauch nachhaltig zu senken. Die 9. Fahrstufe wird im Grunde erst ab 110 wirklich eingelegt, zeigt auch, dass hier die Spreizung der Gänge eben weit ist und vor allem auch die Gänge lang übersetzt sind. Zudem zeigt sich auch, wenn man eben schon ein niedriges Drehzahlniveau fährt, normalerweise fangen Diesel da an, brummig zu werden oder stark zu vibrieren. Auch das macht der Motor hier nicht. Der arbeitet selbst bei unter 1500 Umdrehungen sehr, sehr ruhig und ohne Vibrationen.
hier im Lenkrad. Das Lenkrad ist natürlich dann die Verbindung zur Straße für mich über die Reifen und die Räder. Wie ist denn da die Rückmeldung von der Straße? Hier muss man sagen, Mercedes typisch eher ein bisschen entkoppelt. Dennoch angenehm direkte Lenkung. Die Lenkwinkel sind etwas erhöht hier. Dennoch muss man sagen, das Fahrzeug liegt unheimlich präzise auf der Straße und lässt sich selbst durch Unwegsamkeiten in der Kurve, also wie Querfugen oder Senken, nicht aus der Ruhe bringen. Das Fahrzeug bleibt stoisch auf seiner eingeschlagenen Linie, sorgt dafür dann eben für ein hohes Maß an Sicherheit im Fahren und für ein hohes Maß an Stabilität. Das Fahrwerk ist ebenfalls sehr komfortabel ausgelegt, federt angenehm an und nimmt auch Bodenwellen sehr gut mit, schwingt nicht zu sehr nach, sondern bleibt dann angenehm straff beim Aus- und Einfedern. Dennoch werden die Stöße wunderbar aufgenommen. Auch Querfugen schlagen nie unangenehm durch, wie bei manchen anderen Fahrzeugherstellern. Hier zeigt sich eben hier und da überall, dass ganz, ganz fein nachjustiert wurde in der Endentwicklung. Und das auch bei den Fahrassistenzsystemen, die wir hier haben. Wir haben das erweiterte Fahrassistenz Plus Paket mit den aktiven Regelsystemen. Das bedeutet, das Fahrzeug kann eben hier auch aktiv die Spur halten, kann den Abstand justieren, auch im Stop-and-Go-Betrieb unter anderem, hat eine Notbremsfunktion, hat sogar eine Ausweichoption, kann also beim Ausweichen hier noch zusätzlich mitlenken. Also auch hier sind die Fahrassistenzsysteme wirklich sehr fein. Das Fahrzeug wird perfekt in der Fahrbahnspur Mitte gehalten. Selbst wenn man mal eher etwas weiter an die Linie ranfährt, fängt nicht sofort an, das Assistenzsystem wieder dagegen zu arbeiten. Der Spurhalteassistent etwa. Auch das funktioniert sehr gut. Einzig natürlich jetzt, wie wir es vorhin schon gehört haben, mit dem Piepser, der Auffahrwarnung. Die kommt relativ frühzeitig rein, wobei man das aber auch nochmal justieren kann, dass das System eher spät reagiert und dann einen warnt. Denn das war jetzt beispielsweise vorhin, wo es gepiept hat, nicht so relevant, sondern man hat halt gemerkt, der bremst ab, aber ich fahre gerade auf die rechte Spur. Das sind noch so die kleinen, feinen Elemente, wo man dann eben nochmal etwas nachjustieren kann, wenn es dann in Richtung vollautonome Fahren geht. Diese Funktion kann leider nicht per Sprache bedient werden. Abbrechen. Bevor uns jetzt das MBUX-System hier noch weiter stört, werde ich jetzt den Weg Richtung Fazitpunkt einschlagen und dann sehen wir uns da gleich zum Abschluss dieses Reviews mit meiner eigenen Meinung zum Mercedes E220D. Ich hatte eingangs die Frage mir gestellt, woran merkt man denn im Grunde noch, dass ein solches Fahrzeug hier wirklich Premium ist? Vor allem, wenn solche Preise meist aufgerufen werden, ja, die deutlich auch über den Importmarken liegt. Also an der Verarbeitung, meiner Meinung nach, da kann es schon gar nicht mehr liegen. Denn verarbeiten können auch die Importhersteller mittlerweile sehr gut. Die Materialien sind mittlerweile auch überall recht gut. Hier mal besser, da mal etwas, sagen wir mal, robuster. Die E-Klasse ist natürlich jetzt State of the Art. Hier ist alles perfekt oder hier sollte zumindest alles auch perfekt sein. Und das ist es im Grunde auch. Und das Quäntchen Premium und das wirkliche Stück mehr, was eben ein solches Fahrzeug gegenüber allen anderen bietet, ist zu sehen, was in der Endentwicklung noch fein justiert wurde. Wie viele Ecken und Stellkanten wirklich noch irgendwo Stellschräubchen noch nachgezogen wurden, damit es einfach perfekt ist. Die Automatik, die noch perfekter in ihrer Zusammenspiel, noch verschliffener, noch feiner, noch unmerklicher arbeitet. Das Mild-Hybrid-System, das hier absolut perfekt ist, wie der Motor abgeschaltet wird, wie lange er abgeschaltet wird, wann er zugeschaltet wird, dass er unmerklich zugeschaltet wird.
All das funktioniert so perfekt hier. Auch die Assistenzsysteme, die um das Quäntchen feiner regulieren, feiner arbeiten, noch besser die Spur erkennen, noch feiner den Vordermann erkennen, noch früher erkennen, noch vorausschauender arbeiten. All das sind so die kleinen Stellschräubchen, die man eben merkt, die erst dann zum Tragen kommen, wenn in der Entwicklung noch mehr Feinschliff betrieben wird. Und der kostet richtig Geld, denn diesen Feinschliff dann nochmal zu machen, das braucht Zeit, das braucht intensive Arbeitsleistung und das ist am Ende auch genau das, was ein solches Premium-Produkt hier wie die Mercedes E-Klasse ausmacht. Mich hat die E-Klasse in der Hinsicht abgeholt, wie schön, komfortabel, ruhig der Wagen fährt, wie gerne man lange Strecken mit dieser E-Klasse abspult und wie hervorragend dieser Antrieb ist. Chapeau an alle Mercedes-Entwickler da draußen. Das, was ihr hier antriebstechnisch abgeliefert habt, das ist die absolute Perfektion in Gänze im Verbrennungsbereich derzeit. Das muss ich definitiv einfach mal so sagen. Und das zeichnet sich auch in unserem hervorragenden Verbrauch wieder. 4,4 Liter Diesel auf 100 Kilometer haben wir verbraucht. Damit schaffen wir mit dem 66 Liter Tank exakt 1500 Kilometer Reichweite. Und wenn man das Ganze exhaustiert und noch weiter runterfährt und noch effizienter fährt, dann schafft man sogar unter 4 Liter einen Wert. Und wenn man im Alltag unterwegs ist, dann wird man seltenst über die 6-Liter-Marke kommen, es sei denn, ihr fahrt auf der Autobahn wirklich gerne V-Max, dreht ihn voll aus und verlangt ihm die volle Leistung ab. Ja, und was kostet mich dann solch ein Fahrzeug, wenn ich denn als Dienstwagenfahrer zum Beispiel berechtigt bin, E-Klasse zu fahren? 63.000 Euro ist die Basis und unser Fahrzeug hier liegt bei 70.000 Euro. Ich muss sagen, 70.000 Euro, ich weiß, das ist sehr, sehr viel Geld. Dennoch muss man sagen, wenn man sich so die Preisentwicklung einfach mal anschaut, auch bei den Importmarken, dann sind 70.000 Euro für das, was man hier bekommt, gar nicht mal so viel. Denn das Fahrzeug ist von der Grundausstattung schon Mercedes-untypisch, recht gut ausgerüstet. Wir haben unter anderem hier nämlich ein Pinepark-Hilfe. Wir haben eben die Assistenzsysteme wie eine Abstandsregelung. Wir haben eine rote Winkelüberwachung, Notfallbremsassistent, solche Sachen sind da auch schon dabei oder eben die LED-Scheinwerfer. Dennoch kann man natürlich hier noch viel Individualismus walten lassen, wenn man dann durch den Konfigurator sich hindurchklickt. Das Fahrzeug für 70.000 Euro bietet jetzt hier unter anderem das Fahrassistenz-Plus-Paket eben mit den erweiterten Assistenzsystemen, die hier verbaut sind, die auch wirklich hervorragend, wie gesagt, auch sind. Dann haben wir eben hier auch ein Glaspanoramadach drin. Wir haben das Winterpaket mit Lenkradheizung, beheizten Waschdüsen zum Beispiel. Die sollte man sich auf alle Fälle gönnen. Ich würde das Glaspanoramadach zum Beispiel tauschen gegen das Digital Light etwa. Dann ist das nochmal ein Tausender ungefähr insgesamt mehr, was man hier investiert hätte. Bekommt aber dann auch noch zum Beispiel eine 360-Grad-Kamera. Die 18 Zoll Räder, finde ich, stehen im Wagen gut. Obsidian Schwarz, Metallic ist Serie und kostet auch keinen Aufpreis. Da gibt es allerdings schöne Farben, die man auch noch aufpreisfrei hier von Mercedes bekommen kann für die E-Klasse. Da sollte man vielleicht auch mal gerne ein bisschen in den Farbtopf greifen, wie ich finde. Jetzt greift ihr mal zur Maus und klickt einmal auf Like, wenn euch das Ganze gefallen hat. Abonniert den Kanal bitte, falls nicht schon getan, um das Ganze hier ein wenig zu honorieren, die Aufgaben, die ich hier mache. Und wenn euch das Ganze ansonsten gefällt, schreibt mir gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare. Lasst uns jetzt gerne über die Mercedes E-Klasse oder auch das Autoumfeld im Allgemeinen diskutieren. Ich freue mich über jeden Kommentar und versuche auch jeden Kommentar zu beantworten. Ich bedanke mich fürs Reinklicken, wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss und Servus, euer Ubi.